Was war dieser Geist von Spiez? Ja, wir sind ja als krasse Außenseiter in die Schweiz gefahren. Selbst die Zöllner in Basel haben gesagt, was wollt ihr dann überhaupt noch hier, schon hier? Ihr könnt doch gleich wieder, braucht die Koffer gar nicht auszupacken, könnt gleich wieder nach Hause fahren. Aber wir hatten uns geschworen, mit unserem Kreis und meinem Chef, wir wollen so weit kommen, wie es noch irgendwie möglich ist. Und danach haben wir gelebt und getrainiert, morgens und mittags trainiert und Waldläufe gemacht und uns unterhalten und wie gesagt Karten gespielt, Blödsinn gemacht. Es war der Geiz von Spiez, da war einer für den anderen da. 1000%, ja. Und es war ja so, dass ich dann doch die 6 Spiele in 18 Tagen gemacht hatte. Und es war ja auch so, dass wir 4 Wochen vorher in Hamburg gegen Hannover 96 mit dem ersten FC Kaiserslautern das Endspiel um die deutsche Meisterschaft mit sage und schreibe 5:1 verloren haben. Das war eine Katastrophe. Und die ganze Presse schrieb natürlich auch mit Recht, manchmal auch ein bisschen bösartig. Der Herberger muss die müden, abgetackelten 5 Kaiserslauterer zu Hause lassen, vor allen Dingen den alten Mann, der Fritz Walter. Und er hat uns alle 5 mitgenommen, ja. Und wir wollen erst recht beweisen, und die anderen haben uns dabei geholfen und gesagt: Meisterschaft AD, wir wollen so weit kommen, wie es geht. Vielleicht werden wir auch sogar Weltmeister. Da haben wir so innerlich ein bisschen gelächelt, aber der Glaube war so ein bisschen da. Und so hat sich das eine zu dem anderen entwickelt.